13. Sonntag nach Pfingsten hören wir die Lesung aus dem Galaterbrief, 3. Kapitel. Brüder, dem Abraham und seinen Nachkommen sind die Verheißungen gegeben worden. Es heißt nicht und den Nachkommen, als seien es viele, sondern in der Einzahl und deinem Nachkommen. Das ist Christus. Dies aber sage ich, das von Gott bekräftigte Testament wird durch das Gesetz, das 430 Jahre später gegeben wurde, nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung hinfällig wäre. Denn wenn die Erbschaft aus dem Gesetz ist, dann nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott sie durch die Verheißung geschenkt. Wozu nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen aufgestellt, bis jener komme, dem die Verheißung gilt. Das ist angeordnet durch den Engel anhand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht, wo es nur um einen geht, Gott aber ist einer. Steht also das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wäre das Gesetz gegeben worden, das lebendig machen kann, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Die Schrift aber hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus dem Glauben an Jesus Christus denen zuteil würde, die glauben. Das Evangelium an diesem Sonntag, Lukas 17. Kapitel. In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem ging, zog er mitten durch Samaria und Galiläa. Und als er in ein Dorf kam, liefen ihm 10 aussätzige Männer entgegen, die von Ferne stehen blieben, ihre Stimme erhoben und riefen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Als Jesus sie sah, sprach er: Geht und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, da wurden sie rein. Ein einziger von ihnen aber kehrte, als er sah, dass er rein geworden war, zurück und pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich zu seinen Füßen auf sein Angesicht nieder und dankte ihm. Und dieser war ein Samariter. Da sagte Jesus: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind denn die 9? Hat keiner sich gefunden, der zurückkäme und Gott die Ehre gäbe als dieser Fremdling? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh, dein Glaube hat dich geheilt. Wie schon am vergangenen Sonntag, auch wieder das Wort Samariter, das Jesus anführt. Letzten Sonntag der barmherzige Samariter, an diesem Sonntag ein dankbarer Samariter. Das hilft uns, ein erstes mitzunehmen aus diesem Evangelium, dass bei Gott die Dankbarkeit etwas sehr Großes ist. In der Tat neigen wir Menschen dazu, schnell um Hilfe zu rufen, zu bitten, wenn alles dann wieder gut gegangen ist, sind es wenige, die aus ganzem Herzen danken. Allein schon jeder Tag, den wir erleben, ist Grund, am Abend Gott Dank zu sagen. Eine erste Botschaft, die wir ganz konkret mitnehmen können. Es sind auch die kleinen Dinge, für die wir Gott danken dürfen. Den Schutz, das Leben, dass wir gesund und heil durch das Leben kommen. Wenn ein Mensch wirklich sich interessiert für die Dankbarkeit, wenn Danken im guten Sinn eine Gewohnheit wird, dann kann Gott darauf aufbauen. Denn allein Gesundheit ist nicht das Höchste, auch wenn der heutige Mensch das so gerne sehen möchte. Auch in den vergangenen Krisen, die wir erlebt haben, die letzten Jahre,
wurde oft vorgegaukelt, dass Gesundheit das Allerhöchste sei. Nein, das Allerhöchste ist, Gott kennen zu dürfen. Irgendwann werden wir alle sterben. Gesundheit ist nicht das höchste Gut des Menschen. Es ist etwas Wichtiges. Es ist etwas Schönes, wenn wir kraftvoll und gesund sind. Aber das Allerhöchste ist, Jesus Christus kennenzulernen. Jesus Christus als Heiland und Erlöser. Dieser eine Samariter, der umgekehrt ist, um zu danken, hat noch etwas viel Größeres bekommen als die Gesundheit. Nämlich, er hat Jesus angebetet. Er ist ihm zu Füßen gefallen und hat damit ausgedrückt, du bist der Salvator, der Retter und Erlöser. Salvator birgt das Wort Salus, das Heil. Das echte Heil kommt von Christus. An Christus kommt niemand vorüber. Es wäre also gut, sich das Danken anzugewöhnen, um dann daraus immer Christus tiefer kennenzulernen. Und so wird uns auch an diesem Sonntag nochmal der Blick auf das Alte Testament geschenkt. Auch sehr eindrücklich, dass Gott diese ersten Offenbarungen gerade an diese großen Gestalten wie Abraham so bleibend und für alle Zeiten den Menschen geschenkt hat. Und dass oft eben die Hartherzigkeit des Volkes spätere Gesetze, spätere Zusätze notwendig machte. Aber Gott hat eigentlich das Heil schon viel tiefer und wunderbarer diesen ersten großen Gestalten des Alten Testamentes gezeigt. Es ist oft die Hartherzigkeit des Menschen, sein Feilschen, und auch unsere Zeit ist voll von solchen Dingen. Der Mensch ändert sich kaum. Umso wichtiger, die ersten großen Verheißungen Gottes, sein wunderbares auch Verweisen auf Christus, den Erlöser, aus dem Alten Testament herauszulesen, um dann eben dankbar auf Christus zu schauen. Und dieses Schauen auf Christus ist kein abstraktes. Konkret natürlich im Lesen des Evangeliums, vielleicht in guten Auslegungen, aber am allertiefsten bei der Anbetung. Und wir haben immer wieder die Möglichkeit, Jesus Christus, wenn er wirklich da ist im Sakrament des Altares, wenn er gültig gewandelt wurde, in der verwandelten Hostie, in der Monstranz auf ihn zu schauen, dann dürfen wir ihn anbeten, dann dürfen wir ihm danken, dann dürfen wir Zwiesprache mit ihm halten. Wir dürfen ihn immer tiefer kennenlernen und dann wird aus der Dankbarkeit eine tiefere Liebe, die immer mehr sich vergisst und sich Gott zuwendet und letztlich auch fürbittend für unsere Mitmenschen auf Christus schaut.